Weiter geht's in der Zone. Komm, ich bring dir falschen ABC bei. Hey, mein Freund, suchst gutes Handel ist Wandel. Hast du irgendwas Neues, Besonderes? Der hat jede Menge Munition, also am Munitionsmangel hier wirklich nicht. Wie viel gibst du für das hier? Der Händler gibt nicht so viel für das Zeug wie normale Stalker. So, um dieses Fernrohr brauche ich doch nicht hier, oder? Jetzt mal im Ernst. Hau mal weg. Also Munition habe ich aber wirklich genug, ja. Die Munition von den Dings, das kann ich ja behalten. Ich überlege jetzt, soll ich jetzt Fang mitten in der Nacht suchen? Ich glaube, wir sollten ein bisschen pennen. Ah, es ist bloß die Frage, wo? Hast du was dagegen, wenn ich in deiner Werkstatt penne? Hier, ich lege einfach meinen Schlafsack hin. Es ist einfach so schön atmosphärisch. Auf der einen Seite möchte ich zwar nachts unterwegs sein, aber auf der anderen Seite, ja gut. Ich tue jetzt mal 4 Stunden pennen. 4 Stunden. Penne ich. Black Screen. Tue ich ihn mit meinen Schnarchen stören. So. Ist ja schon fast wieder hell. Hey, bin runtergefallen. Oh nein. Oh, okay. Das ist ein trauriges Ende für mich. Okay, da rennt Bluthund rum. Das wäre mal eine Aufgabe, den zu erledigen, aber keiner von euch gibt mir ja so einen Job. Was für die... Die winken zwar immer, aber die haben aktuell gar nichts. Schade. Es regnet schon wieder. Zum Glück ist der Regen noch nicht ganz verseucht. So, jetzt warte mal. Hier, ich wäre vielleicht sogar bereit, ein bisschen Kohle auszugeben. Dafür, dass ich hier hinkomme. Ich will, dass du mich wohin führst. Kollege. Oh Gott. Hm. Na gut. 2200. Einfach mal ausnahmsweise, weil ich jetzt gerade so flüssig bin. Neues Gebiet laden. Eieiei, das donnert ja ganz schön. So, wo bin ich hier? Ich bin hier. Bringe Limpid eine Flasche Schnaps und Informationen über Verstärken. Ach so. So. Erstmal hier ein bisschen was holen. Komm nicht hier drüber. Es ist irgendwie so blöd abgegrenzt jetzt. Oh. Was ein Sauwetter hier. Oh, yep. Kleine Beute. Brauche ich die Taschenlampe. So, Strelok Fang. Das Signal ist da oben. Ich gehe mal grob in die Richtung hier. Hier sind Feinde. Ah ja, gut. Alles voller Banditen mal wieder. Okay, Fang. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber ich will Teil des großen Plans werden. Teil des großen Ganzen. Sind hier überall Feinde.
Oh, da ist... Da würde ich gerne noch hin. Okay, passt auf, ich lasse euch in Ruhe, wenn ihr mich in Ruhe lasst. Okay. Hey! Nach was? Nach mir? Da. Gleich wird's wieder radioaktiv oder auch nicht. Oh, 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 oh. Oh, hab es. Ich habe es, ich habe es. Hier, weg, weg, weg. Hier. Oh, nö. Oh, nö. Ich weine gleich. Warum müssen hier so viele Banditen sein auf der Müllhalde? Hm? Hm. Okay, hier bin ich. Oh. Alles Banditen? Ja, die sind alle feindlich. Das Wetter ist derartig beschissen. Beschissener geht's kaum. Oh, okay. Warte mal. Gib mal. Nun, ich will die Gelegenheit nutzen. Vielleicht finde ich noch was. Aber ich glaube, da wird nichts mehr sein. Ah, wenn ich nur länger sprinten könnte. Ich hätte mir beim Wirt ein paar Energy Drinks kaufen sollen. So, hier. Oh. Gleich mal zwei Flaschen Wodka. Und jetzt vorsichtig. Ihr verdammten Penner, ja? Oh, ich ahne Böses. Leute, ich ahne Böses. Nee, oder? Das ist... Nein, nein, nein. Da weiß ich Bescheid. Leute, das ist der Moment, wo ein das Geld abgenommen wird. Ich weiß es. Ich bin mir 100% sicher. Verdammt, was machen wir jetzt? Das heißt nämlich in diesem Fall... Ah, haben wir hier noch Autosave? War das gerade? Ja. Och, scheiße. Na gut, jetzt... Da muss ich mein Geld jetzt ausgeben. Ich kann das Geld leider nicht ablegen. Ich werde jetzt das ganze Geld verlieren. Das heißt aber, dann sollte ich zumindest das Geld ausgeben. Also meines Wissens nach bekommt man das nicht zurück. Die einzige Möglichkeit, die Kohle auszugeben, ist leider tatsächlich zurückzugehen ins dunkle Tal und mir den Anzug zu kaufen. Und alles zu verbessern, was geht. Es ist wirklich bitter, aber es ist so eine Sache im Spiel. Da kommst du nicht drum rum. Das ist eine eiskalte Falle. Ja, 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 ja. Das ist hier mein physisches Was Konto. Genau willst du hier? Könnt ihr mich jetzt eigentlich zurückführen lassen und
ganze Geld ausgeben, aber mal gucken. Dann werde ich mir jetzt einen neuen Anzug kaufen. Das ein bisschen upgraden, vielleicht die Waffe noch ein bisschen. Und dann gucken wir mal. Ich hätte auch die ganzen Waffen, die ich verkauft habe, vorher irgendwo bunkern können und danach verkaufen können. Dann hätte ich gleich wieder ein festes Startkapital gehabt. Wisst ihr? Und das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. So, dann lass mich mal hier hochgehen zu dem Typen. Wir haben ja aktuell die beste Ware. Verdammt. Ich hätte am liebsten so gern von dem Banditen diesen komischen Dingsanzug gekauft, aber für 18.000, das wäre halt wirklich toll gewesen, aber na gut, ich werde später vermutlich sowieso noch was Besseres bekommen. Dann kaufe ich mir den Kampfanzug. Ist da eine gute Alternative? Warum ist dieses Vieh die ganze Zeit? Naja. Okay. Der gute Fang hat garantiert einen Deal mit den Banditen gemacht, damit sie mich jetzt in die Falle locken. Das ist ein Blutsauger. Man sieht seine weißen Augen schon, ja. Mittlerweile haben wir ja schon die Erfahrung. Ja, ich habe die geistige Erfahrung von Strelok noch in meinem Kopf. Okay, ihr Freiheitspenner. Oh, sorry. Wenn ich schon mein Geld verlieren muss an den Banditen, dann so wenig wie möglich. Okay, du. Ich speichere trotzdem vorsichtshalber nochmal. Du zeigen deine. Hey, mein Freund, suchst gut. Du so abladen dein Zeug bei mir. Du nächstes so. Mal werde ich besser wissen. Der hat einen neuen Detektor. Wellness-Detektor. Ein Detektor der neuesten Generation, der speziell für das Aufspüren von Artefakten konzipiert wurde. Die Artefakte werden auf einem Bildschirm angezeigt und sind damit deutlich leichter zu finden. Das Gerät verfügt zudem über einen Geigerzähler und kann auch Anomalien aufspüren. Im geschlossenen Zustand registriert das Gerät nur Radioaktivität und Anomalien. Um in den Suchmodus zu gelangen, muss die vordere Abdeckung geöffnet werden. Das hattest du gerade aber noch nicht. Jetzt hast du den. Ja, dann kaufe ich doch den neuesten Detektor hier. Geld habe ich. Und gut, ja, dann werden wir uns wohl den kaufen müssen, definitiv. Er verlangt 18.000 dafür. Das ist trotz allem schon bitter, aber gut. Mehr brauche ich von dir nicht. Gib mal her. Fühle ich mich doch gleich viel besser. Ich kann mich leider nicht in den Spiegel angucken, aber denke mal, dass ich ziemlich gut aussehe. So, magst du den Anzug haben hier? Der ist ganz hübsch. Was wolltest du mir also erzählen? Ich will dir einen Dreck erzählen. Wenn du nicht bald redest, bin ich weg. Ja, geh. Verschwinde. Davon etwas. Du willst das Maul nicht aufmachen, was? Nö. Ich bin stummer Einzelgänger. Hey, Bruder. Bin gleich bei. Nein. Also gut, doch, warte mal. Hast du Energy Drinks? Gibt es Arbeit? Seit einigen Tagen sehe ich nachts Lichter im verlassenen Gebäude bei der Tankstelle. Könnte es sich um Fackeln oder so etwas handeln, denke ich. Das sollte man mal überprüfen, oder?
Ich meine, wenn es irgendetwas Böses ist, werden wir damit fertig. Aber wenn das die Mistkerle von der Müllhalde sind, müssen wir uns um sie kümmern. Schaue ich mir an, aber komm nächste Woche wieder vorbei. Ich glaube, du meinst den Blutsauger hier. Ja. Ich weiß nicht, wie stark die Blutsauger sind, aber meine Knarre ist ziemlich hart. Ah, okay. Du bist doch nicht. Oh! Das verdammte Ding mit der Ladehemmung. Komm, komm, zeig mir dein Gesicht. Okay. Dann eben so. Der bewegt sich kein Stück. Okay, ich komme jetzt rein. Nein! Alter, diese Waffe klemmt! Wenn ich irgendwas Nützliches mit dem Geld noch machen kann, repariere ich das Ding. Ist da kein Blutsauger? Okay. Die haben, glaube ich, einen Chaser. Oh Mann, ey. Ich wirf das Ding gleich gegen die Wand. Das ist unglaublich. Es ist, als hätte ich nur noch 6 Kugeln im Magazin. Nein! Oh, 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 oh. Aber ich muss jetzt schon sagen, die Rüstung ist deutlich stärker. Ich merke es richtig. Ich glaube, mit anderen wäre ich jetzt schon tot. Sicherheit. Aber diese hier frisst die Kugeln. Ja. Okay, die haben den Blutsauger getötet und haben sich hier niedergelassen. Wer hätte das gedacht? Der Welt? Naja. Ich weiß ja nicht. Ich müsste diese ganze Munition mal irgendwo, die ich nicht brauche, irgendwo bunkern. Damit ich nicht alles mit mir rumtragen muss. Kugeln und die Waffen sind eigentlich kaum was wert. Na gut. Okay, Herr Wirt. Ja. Vielleicht sollte ich das später verkaufen. Egal. Ja, gut. Kaufe ich es dir. Ich will jetzt Kohle haben. Und gleich mal von dem Typen hier auch nochmal. Willst du? So, ich war bei der Tankstelle. Die Banditen haben sich dort eingenistet. Scheint, als hätten sie dich beobachtet. Gott, als ob es nicht schon schlimm genug wäre. Aber nein, jetzt haben sich auch noch die Banditen gegen uns verschworen. Wie dem auch sei, hier ist deine Belohnung. Und danke für die harte Arbeit. Wenn du mal wieder einen Job hast, lass es mich wissen. Wenn du mal einen haben willst, bin immer hier. So, ich muss jetzt zu den Typen hier und zwar dringendst. Na, was hast du für mich, Freund? Ich hab gar nichts. Aber... Bis dann, Kumpel. Du musst das Ding hier reparieren. Wie ist er überhaupt? Zustand, seid mal. Er ist noch ziemlich gut. Dennoch habe ich ständig Ladehemmungen sein. Eieiei, na gut. Was kann man damit machen? Verbessern? Hm? Entweder das hier... Verbandskosten habe ich ein paar.
Jetzt nicht extrem viel, aber genug. Maximalgewicht. Ah. Haltbarkeit. Ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. Ah, Nachtsicht. Haben die keine Nachtsicht so? Das wäre auch gut. Und hier? Genauigkeit plus 10, das ist ja alles installiert. Ich würde lieber die Waffe hier noch besser wegmachen. Nehme ich das hier einmal, Rückstoß. Magazinsteigerung. Das hier nicht, nee. Kann man die Genauigkeit noch weiter verbessern? Ja, aber dafür muss man ganz, ganz... Dafür fehlt noch das hier, hä? Flachheit. Ein Aufsitz, der den Lauf verlängert und die Mündungsgeschwindigkeit erhöht. Na, dafür ist zu viel notwendig. Hey, ihr coolen Jungs und tapferen Kameraden. Wenn ihr auf der Suche nach Anerkennung seid, Geld reicht nicht aus. Vielleicht mache ich da noch ein bisschen. Ja, ich will nur Kleinigkeit verkaufen. Ah ja, hier. Was hast du für mich? Die Waffe einmal und... Wirst du dein Schweigegelübde für mich brechen? Nö. So, das reicht. Panzerung kann man ja minimal noch verbessern. Na was? Schau ruhig wieder vorbei, wenn du etwas brauchst. Hier. Okay. Ich glaube, jetzt ist der Wert hier gestiegen, ja? Ja. Gut, ich bin fast pleite. Ich habe noch 79 Rubel. Also die Banditen werden nicht von mir beeindruckt sein. Und klar, meine Ausrüstung werde ich denen ganz sicher nicht geben. Moment, warte mal, warte mal. Hast du jetzt noch Energy Drinks? Hey, Bruder. Komm nächste Woche wieder vorbei. Oh ja. Wir erwarten ein paar richtig gute Kräuter. Mit denen wirst du higher als high. Hä? Na, er verlangt das Doppelte, als er wert ist, natürlich. Tja. Sorry, ich kann mir wirklich nichts leisten hier. Ein Energy Drink in der Zone ist so viel wert wie ein Großeinkauf bei Edeka. Weil selbst im Großeinkauf nicht so viel kosten würde. Ja klar, das Zeug kommt ja vermutlich von außerhalb. Das ist natürlich wert. Das muss man auch in die Zone erstmal schaffen und alles. Das ist nicht so einfach. So, ich wiege 42 Kilo aktuell damit. Aber jetzt ist das Baby nochmal deutlich besser hier. Plus 15 Munition, Flachheit, plus 50%, Genauigkeit 10%, Rückstoß ist gesenkt worden. Es ist natürlich auch die Feuerrate etwas gesenkt. Und eingebautes Zielfernrohr natürlich. Aber irgendwann wird das Dings natürlich auch ersetzt durch eine andere Waffe. Und das wird vermutlich frühestens die 37er sein. Ich weiß nicht, wann ich die bekomme, aber ich glaube nicht, dass es so lange dauert, weil... Das ging jetzt auch ziemlich schnell mit der hier. Und ja, klar. Neuen Detektor mal testen. Ah, der hat jetzt eine richtige Anzeige, ja. Cool. Das finde ich jetzt mal richtig geil.
Ah ja. Ich muss ja hier lang. Nun gut. Gehen wir in unser Verderben. Ah, nö. Ja. Banditen. Ich habe keinen Bock auf den Kampf. Kann man nicht einfach hier herumgehen? Nee, das geht hier nicht. Wir haben das Level begrenzt. Okay, dann renne ich durch. Die wollen hier alle überfallen, die hier durchkommen. Geh weg. Geht bloß weg hier. Aber so Aufträge wie Wildschwein und so erledigen habe ich nicht bekommen bis jetzt. Nur diesen einen Pseudohund hatte ich, aber sonst... Sollte die Waffe vielleicht mal nachladen. La 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 la. Da oben ist eine Kiste. Granate. Das ist da, wo dieser Dings da ist. Überall Banditen, ja gut. Das ist sehr vertrauenserweckend. Oh Mensch. Das sind aber meine Freiheitsfreunde hier. Okay. Ich muss meine Sachen ablegen, sonst werden die mir auch noch abgenommen. Gibt es hier irgendwo eine Kiste? Hier gibt es doch bestimmt irgendwas. Hier vorne. Safen. Es nervt mich zwar tierisch, aber ich habe keine Wahl. Ich muss mich komplett ausziehen. Alles weg. Klug sein. Sonst stehe ich wirklich komplett ohne alles da und das ist wirklich das Letzte, was man will. Oh, die wertvollen Artefakte. So. Jetzt können sie mir nichts mehr. Ich hab nur noch das Hemd an. Lalala. So, Fang. Hole Fang abgebrochen. Bam! Oh. Dieser Ort hat es in sich. Schau dir das an. Die ganzen Stalker zieht es hierher wie die Fliegen zur Scheiße. Ich frage mich, was sie wohl suchen. Ja, verdammt. Zu dumm, dass der Penner entwischt ist. Ah, vergiss ihn. Er hat seine Sachen weggeworfen. Das ist das Wichtigste. Hm. Ja, lass uns das beste Zeug mitnehmen und dann verziehen wir uns. Okay, Fang hat sein... Ich hab 79 verloren. Lebst du noch, Söldner?
ist irgendwo in deiner Nähe. Finde ihn. Der Badef. Ja, das sind noch die Standardsachen hier. Also, Faye, die Lage hat sich geändert. Jemand hat erfahren, dass wir das Zentrum der Zone erreicht haben und sie suchen nach uns. Wir müssen los, und zwar schnell. Du findest einen detaillierten Aktionsplan in unserem Versteck. Ich habe den Code geändert. Söldner, hier spricht Lebedev. Die Informationen aus Fangs PDA bestätigen meinen Verdacht. Eine unbekannte Gruppe von Stalkern ist ins Zentrum der Zone vorgedrungen. Ich weiß nicht, wie sie überhaupt die große Emission überleben konnten. Es wäre besser gewesen, wenn sie nicht überlebt hätten. Denn in der Zone wird niemals Frieden herrschen, bis der Weg ins Zentrum wieder ein gut gehütetes Geheimnis ist. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder halten wir diese Gruppe von Stalkern auf, oder die Zone setzt weitere Emissionen frei, die alles in ihr zerstören würden. Und vielleicht auch außerhalb der Zone. Es versteht sich von selbst, dass wir das am besten selbst erledigen. Aber wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir uns beeilen. Auf Fangs PDA befinden sich die Koordinaten zu ihrem Versteck. Ich bin mir sicher, dass wir dort Informationen über ihre Pläne finden können. Gegen kleine Handfeuerwaffen. Wo habe ich denn das hier? Okay, ich habe einen neuen Auftrag bekommen, meine Sachen zurückzuholen. Ich weiß nicht, ob man die zurückbekommen hätte können, aber ich habe, wie gesagt, alles abgelegt. Höchstens das bisschen an Geld hier. Wenn das als Auftrag zählt. Okay, hier geht's zum Forschungszentrum, wenn ich mich nicht irre. Ja, also. Gut, ich bin froh, dass ich mein Zeug jetzt habe. Ich hätte ja keinen Bock hier ohne Rüstung jetzt rumzulaufen. Okay, ja gut. Ich habe 0 Rubbel. 0. Jetzt kann ich mir nichts mehr rubbeln hier. Keine Rubbellose heute. Ja, ich müsste zur Clear Sky Basis zurück, um ein bisschen hier. Die schulden mir noch Geld. Was ist hier? Strahlungsschutz. Immer her damit. Okay, ja gut, die sind böse. Ich will nichts von denen, aber ich würde die umlegen. Dann wäre zumindest die Basis mal sauber. Fürs Erste. Die Waffe ist besser, schießt aber langsamer jetzt. Ich kann mich nicht beschweren. Sehr gut. Okay. Also Fang hat einfach sein Zeug weggeworfen. Dann war das quasi noch nicht von ihm geplant hier. Na gut. Söldner, was zum Teufel machst du hier? Lauf um dein Leben. Die Mutanten werden jeden Augenblick hier sein. Finde das Versteck der Stalker-Gruppe. Hallo. Na, schau sich das einmal an. Wo ist deine Ausrüstung? Die Wächter. Junge? Das hier ist ein gefährlicher Ort. Ohne guten Schutzanzug und eine passende Waffe kommst du hier nicht weit. In letzter Zeit sind die Monster ziemlich aggressiv geworden. Daher freuen wir uns über jede Hilfe beim Kampf in der Zone.
Wenn du dir ein paar Scheine verdienen willst, schau beim General in der Basis vorbei. Einer unserer Trupps bricht gerade dorthin auf. Geh mit ihnen, das erspart dir eine Menge Ärger. Wie geht's dir? Erzähl doch bitte. Okay. Das sind überall Tonnen, ne? Die haben ja ordentlich was aufgebaut hier zur Verteidigung. Ah, ein Medikit. Warte, habt ihr vielleicht nicht schon Arbeit für mich? Gibt's was? Kann ich dir helfen? Nein. Dass die alle keine Arbeit haben hier. Ich fühle mich unterfordert hier. Ah, lass sie kommen, lass sie kommen. Nicht schon wieder. Ihr müsst so eine Waffe wie ich haben hier. Keine Panik. Dem Blut. Oh, Blut. Nein, nicht auf mich. Der ist ja richtig fliegen gegangen mit dem. Das sind keine Blutsauger, das sind Mutanten. Es kommt auch selber raus. Ich habe auf den geschossen, es hat ihn gar nichts ausgemacht. Was soll ich denn tun? Gehen wir einfach weiter, kommt. Kommt, kommt, kommt. Gehen wir weiter. Blutsauger sind hier. Da hinten ist er. Mann. Nee, das ist ein Pseudohund. Gibt aber Schlimmeres als Blutsauger. Also von dem her... Ich will gar nicht davon sprechen. Also ich folge euch jetzt einfach mal, ja? Wollt ihr... Ja... Ihr geht jetzt in die Basis hier. Alleine wäre ich ja persönlich schneller, also... Wenn ich normal gehe, dann tue ich auch so ein bisschen so joggen hier. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Oh nö! Nicht auch noch die! Schaut euch um! Ah! Auf wen schießt ihr? Bringt euch... noch gegenseitig um hier. Ja. Okay, ja. Okay, die Kampagne hier. Gut. Besetzt es hier. Ich gehe weiter. Da fühle ich mich gleich wieder viel besser dort drin. In Sicherheit. Hallöchen. Die Wächter, endlich hier. Ja. Hübsch, hübsch, habt ihr es hier. Guten Musik-Soundtrack wieder. Mit einfach Fire Lake hier voll abgespielt. Wie geht's dir? Erzähl doch bitte. Erzählen? Ja. Wir erzählen bloß dasselbe hier. Wow, hast sogar... Boah, die besten Waffen. Beste Rüstung. Was kann ich für dich tun? Die Wächter sind halt einfach, ja, perfekt ausgerüstet. Spielen hier am Fernsehen. Essen. Denen geht's hier wirklich gut.
Hallöchen. Ich guck mich nur erstmal um hier. Ah, verdammt, ich kann mein Messer nicht ziehen. Das heißt, ich kann hier nichts aufknacken. Oh, hallo. Ey, Söldner, wenn du hier bist, um gegen die Zonenbrut zu kämpfen, bist du bei den Wächtern ganz richtig. Hast du irgendwelche Arbeit für mich? Oh ja, die Verbesserung. Die gebe ich dir. Welche Waffenverbesserung bietest du an? Alle Arten von Verbesserung. Naja, fast alle. Die Techniker der Wertmächte sind nicht die besten der Zone, klar? Ich kann deine Knallen besser ausbauen als irgendjemand sonst. Ich kann besser als irgendein anderer dafür sorgen, dass du kugelsicher bist. Kurz gesagt, ich bin ein Profi. Ich höre mich ja gerne immer nach den Meinungen dieser Techniker um. Was sollte ich deiner Meinung nach an dieser Waffe verbessern? Bei mir ist der Kunde König. Ich mache, was du willst. Wir könnten eine bessere Sturmwaffe daraus machen. Oder sie besser für Scharfschützenaktionen abstimmen. Aber da geht nicht mehr sehr viel. Oder du lässt die Waffe so, wie sie jetzt ist. Ja, also die Waffe, die ich jetzt habe, die ist ja schon ziemlich gut ausgebaut. Redest du immer so viel? Stellst du immer so viele Fragen? Zu viel Neugier schadet der Gesundheit, vergiss das nicht. Ja. Na gut, aber zeig mal, zeig mal. Ich glaube, der kann nicht so viel machen wie der andere hier, oder bilde ich mir das ein? Aber ich habe sowieso kein Geld mehr. Ich bin pleite. So. Der Anführer der Wächter. Jetzt möchte ich mal hier Klartext reden. Das ist dasselbe wie auch in der Bar später. Was brauchst du, Söldner? Eindeutig, sieht man doch. Guten Tag, Söldner. Was suchst du hier? Ich muss einen Eingang in die Katakomben oder den Akrohopon-Institut finden. Ich kenne nicht viele, die freiwillig da runtergehen würden. Hast du eine Ahnung, was dich da erwartet? Kein Stück. Es sind Katakomben, so wie viele andere auch. Es sollte nicht allzu gefährlich werden, würde ich mal sagen. Sollte nicht allzu gefährlich werden. Nach unserem Entschluss, den einen Zeitentunnel zum Einsturz zu bringen, hat sich die Lage wirklich geändert. Ich denke, wir haben es mit dem Sprengstoff etwas übertrieben. Die Explosion hat zwar einige Wände eingerissen, aber dafür andere Wege zu neuen Höllen geschaffen. Daraufhin sind unsere Truppen schneller von einem Mutantenschwarm überrannt worden, als du Blutsauger schreien kannst. Viele unserer Jungs haben es nicht mehr zurück an die Oberfläche geschafft. Okay, aber mit Mutanten und Blutsaugern werde ich jetzt mal fertig. Und jetzt? Ich habe angeordnet, dass alle Ausgänge verschweißt werden. Das hat zumindest für einige Zeit geholfen. Die Mutanten haben dann aber angefangen, Löcher in die Erde zu graben und sind von unten eingedrungen. Während wir ein Loch blockiert haben, haben sie schon wieder ein neues gegraben. Allem Anschein nach verfolgen diese Mutanten nur ein einziges Ziel. Sie wollen uns um jeden Preis vernichten. Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und die Mutanten graben sich unter dein Haus in die Wohnung. Kaum vorstellbar. Glaub nicht, dass sie sich durch Stein graben können. Und wie gelange ich jetzt in die Katakomben? Ich werde dir helfen, unter die Erde zu gelangen, aber dafür schuldest du mir einen Gefallen. Ja. Also gut. Hier auf dieser unterirdischen Karte ist eine Pumpstation eingezeichnet, die das Grundwasser absaugt. Wenn du die Pumpe ausschaltest und das Tankventil öffnest, überflutet das Wasser die Höhlen. Und die Mutanten werden endlich Ruhe geben. Stimme zu. Ich habe wohl keine Wahl. Feldwebel Tschersow, ich schicke einen Söldner zu Ihnen. Er will unter die Erde vorstoßen. Sorgen Sie dafür, dass er das Loch erreicht. Hat sich wirklich jemand bereit erklärt, in dieses Loch zu kriechen? Ja, in der Tat. Achten Sie darauf, dass er genügend Munition hat. Jawohl, General. Adios. Aber bitte nur die beste Munition. Ich bin ganz Ohr. Die passende Munition für meine Waffe brauche ich. Sonst bringt mir das nicht viel. Oder du gibst mir eine bessere Waffe, aber ich glaube... Wie geht's? Ich meine, ja gut, die haben schon interessante Waffen.
So, hallo. Bis später. Hat nicht noch irgendeiner einen Auftrag für mich? Zeit ist Geld, fang also. Weil jetzt wäre ich hier. Also wenn ihr was habt, dann raus damit. Wenn ich euch irgendeinen Lutscher oder irgendwas mitbringen soll noch. In dem Loch da unten. Ich weiß nicht, was ich finden werde, aber... Wenn ich überhaupt wieder rauskomme. Wie geht's dir? Erzähl doch bitte. Würde ich, aber du wirst ja nicht reden. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Was gibt's Neues in der Zone? Viele der Anomalien und Artefakte sind nicht mehr sichtbar. Ich schätze, die Emissionen haben die Zone mit anomaler Energie vollgepumpt. Dadurch müssen die Anomalien und Artefakte neue Eigenschaften entwickelt haben. Ich wäre an deiner Stelle vorsichtig. Man kann nicht mehr so einfach in der Zone umherlaufen. Heutzutage kann ein Detektor den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Wenn du allerdings an die wirklich fetten Dinge heran willst, besorgst du dir am besten einen richtig guten. Denk daran und sei vorsichtig. Ich habe mir erst einen neuen gekauft. Oh. Was ist das hier? Wenn du deine Waffe nicht einsteckst, wirst du bald nichts mehr einstecken können. Richtige Monsterausstellung hier. Das ist ja unheimlich. Da oben Energy Drinks. Aha, ich habe Energy Drinks. Oh, Inquisitor, ey Bruder, wenn du eine Frage hast, schieß los. Wofür ist dieser Zug gut? Erinnerst du dich an den alten Film mit den Riesenkakerlaken? Bevor du einen Insekt tötest, musst du es studieren. Nein. Nun, hier machen wir so etwas in der Art. Es ist besser für einen Anfänger, selbst einen blinden Hund erst in einen Käfig zu Gesicht zu bekommen, bevor er in einem offenen Feld begegnet. Shu schießt er sich wenigstens nicht beim ersten Anblick in die Hose. Er kann sich das Tier ansehen, sein Verhalten studieren und sich auf das Ding einstellen, damit er nicht in Panik gerät, wenn es darauf ankommt. Das trifft natürlich auch auf die anderen Tiere zu. Außerdem gibt es nicht sehr viel Unterhaltung hier in der Zone. Daher bietet meine kleine Freakshow eine nette Abwechslung. Wer fängt die Tiere für dich? Früher habe ich das selbst gemacht. Mann, das war wirklich anstrengend. Ein paar Mal wäre ich dabei sogar fast draufgegangen. Später haben sich mir ein paar Männer angeschossen. Einer nach dem anderen. Es ist eine großartige und aufregende Erfahrung. Außerdem kann man wundervoll damit angeben. Stell dir vor, jemand prallt damit herum, dass irgendein Monster zur Strecke gebracht hat. Du kannst dann sagen, du hast das Monster zwar getötet, aber ich habe es lebend gefangen. Letztens sind einige meiner Springmäuse gestorben. Zwei Jungs haben sich freiwillig für die Jagd gemeldet, um für Ersatz zu sorgen. Sie waren mutig, aber auch so verdammt naiv. Sie haben etwas Fleisch an einer Schnur befestigt und sind sich der Springmaus genähert. Eigentlich alles richtig gemacht, zumindest fast alles. Einer von ihnen hat ein paar Tiere angelockt, während der andere mit seiner Waffe den Rest des Rudels in Schach gehalten hat. Irgendwann hatten sie genug Beute, aber gerade als sie zurückkehren wollten, ging das Rudel zum Angriff über. Die Jungs haben sich die Lungen aus dem Leib gerannt, bis sie die Basis erreichen konnten. Dort haben sich dann unsere Männer um das wilde Rudel gekümmert. Jeder von den jungen Helden musste erstmal eine Flasche Wodka kippen, um sich zu beruhigen. Ja. Das kann ich durchaus verstehen. Dieses Gefühl, wenn man dann wirklich um sein Leben rennen muss. Was hast du im Angebot? Ich weiß von einem Versteck an diesem bösen Ort. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es nicht schon geplündert wurde. Befindet sich im Keller unter der Treppe. Wie viel?
Ich hab so viel Geld nicht mal. 250. Ich bin so arm. Ich muss jetzt mal wieder arbeiten hier. Aber keiner hat Arbeit. Außer der Anführer. Ja, aber es sind überall Energy Drinks. La 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 la. Lass mal zum Händler gehen hier. Das ist ja das Wichtigste. Hallo, was hast du denn? Was gibt es? Hey Bruder, wenn du eine Frage hast, schieß los. Erzähl mal. Was macht man denn in der Gegend, wenn man Spaß haben will? Falls du es nicht bemerkt hast, ich bin beschäftigt. Ich habe keine Zeit für Spaß und ganz sicher keine Zeit für eine Plauderstunde mit jemandem wie dir. Ich habe Zeitdruck, siehst du das nicht? Und alle anderen auch. Wenn du auf der Suche nach Spaß bist, dann verschwinde von hier. Besuch es bei der Freiheit oder was weiß ich wo. Wir sind hier nicht im Kindergarten, hast du das verstanden? Ja. Wie wäre es, wenn ich dir in den Arsch trete? Bist du bereit, das Nette? Wie wäre es, wenn ich meine Jungs rufe? Bist du dann weniger vorlaut? Das ist mein Ernst. Mach nur weiter so. Meine Männer werden dir liebend gern eine Lektion erteilen, klar? Du kennst niemanden und niemand kennt dich. Du würdest dermaßen was auf die Fresse bekommen, dass nicht einmal deine Mutter dein Gesicht von deinem Arsch unterscheiden könnte. Du würdest dir wünschen, lieber von einem Zombie gefressen zu werden. Verdammt nochmal, wieso muss ausgerechnet ich jeden Tag mit Idioten wie dir zu tun bekommen? So viele Wichser versuchen mir den Tag zu vermiesen. Es interessiert keine Sau, dass ich hier ein Geschäft führen muss. Wegen hinverbrannten Kunden wie dir gebe ich mich irgendwann freiwillig die Kugel. Alter, okay. Der ist ganz schön im Stress. Hast du was für mich? Nö, was Besonderes im Angebot? Bist du blind oder was? Ein kleiner Tipp für die Verblödeten unter uns. Alles, was du hier siehst, ist etwas Besonderes und im Angebot. Das ist, hier ist keiner dieser bescheuerten Läden, in denen der Verkäufer um den Kunden herumschwirrt. Wenn du etwas willst, bezahlst du einfach. Nimmst das Zeug und verschwindest. Wenn du nichts willst, verschwindest du nur und verschwendest nicht meine Zeit. Herrgott, all diese Spinnen, die hier reinschneiden und mir auf die Nerven gehen mit ihrem Zeig mir das oder führ diesmal vor, als ob ich euch Trottel irgendwas schuldig wäre. Einfach kaufen und gehen. Ist das so schwer? Oh Mann, Junge. Okay, tschüss. Oh, du hast meinen Anzug, den ich will. Kann ich mir nicht mehr leisten, sorry. Oh, guck mal, nicht. Was? 14. Das ist ein gutes Gewehr. Passende Munition für meine Waffe hat aber nicht. Und auch sonst nichts. So, ich verkaufe dir was, damit ich wieder ein paar Dollar habe. Beziehungsweise Rubel. Hier den Detektor auch. Den brauche ich nicht mehr, den alten. Das sind noch ein paar wichtige Stalker auf der Karte, mit denen man reden soll. Da würde ich schon gerne noch mal mich ein bisschen umgucken. Gibt's was Neues, Stalker? Bis jetzt noch nicht. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Derweil konfisziere ich eure Energy Drinks. Ah, hallo. Was sagt ihr mit? Ein paar Scheine verdienen oder das Geld für Wodka ausgeben? Hast du Arbeit? Du kommst zu einer schlechten Zeit, Stark. Wir befinden uns im Krieg. Ah, sieh mal an, wir können mit dem Wunschgönner über ihn reden.
Ja, gut, dann erzähl mir von dir. Ich komme aus einem kleinen Dorf. Nach der Schule stand ich da, ohne Job, ohne die Möglichkeit, auf die Uni zu gehen. Also habe ich mich für den Militärdienst entschieden. Nach dem Rekrutierungslager bin ich schließlich hier gelandet. Um genau zu sein, war ich zuerst beim Cordon stationiert. Irgendwann kam ein Oberst dort auf die Idee, dass er ein Artefakt für seine Heilung brauchen würde. Er wollte keine Starker dafür anheuern und so bekamen wir den Auftrag. Die Karte, die sie uns gegeben haben, war 30 Jahre alt. Diese elenden Mistkerle. Innerhalb weniger Stunden war die Hälfte unseres Trupps schon den Anomalien zum Opfer gefallen. Dann kamen die Hunde, danach die Blutsauger. Noch bevor die Nacht einbrach, waren nur der Feldwebel und ich übrig. Gott sei Dank hatten wir unsere Medikits. So konnten wir noch gerade so bis zur Wächterbasis gelangen. Mein Bein war total zerfetzt. Ich kann vom Glück reden, dass ich es behalten konnte. Naja, die Wächter haben uns wieder aufgepäppelt und uns den Rückweg gezeigt. Das waren echte Männer, die ein gutes und einfaches Leben führen. Und ich habe viele Freunde unter ihnen gefunden, als wir dort waren. Sobald mein Militärdienst absolviert war, habe ich dann meine Sachen gepackt und bin wieder in die Zone gegangen. Ich habe die Wächterbasis gefunden und gefragt, ob ich mich ihnen anschließen kann. Und ja, sie haben mich aufgenommen. Das ist aber nett. Ja, erzähl mir über die Zone. Nicht viel, wenn ich ehrlich sein soll. Ich bin kein alter Hase hier. Aber einmal habe ich mich mit einem echten Veteran unterhalten. Mann, der hat einige interessante Geschichten erzählt, das sage ich dir. Über die Anfangstage der Zone, die ersten Leute, die sich hineingewagt haben, ihre ersten Erlebnisse. Da war zum Beispiel ein Typ, der auf schreckliche Art und Weise in einer Anomalie umgekommen ist. Das war eine harte Lektion für die anderen. Damals haben die Wissenschaftler damit begonnen, die ersten Schutzanzüge und Anomaliedetektoren herzustellen. Jede neue Erfindung ist auf eine Verletzung oder gar den Tod der Männer zurückgegangen. Manchmal haben sich die Wissenschaftler um einen Stalker gekümmert, der kaum am Leben war, und ihn wieder auf die Beine gebracht. Dann haben sie angefangen, ihn auszufragen, wo er verwundet wurde, wer oder was ihm das angetan hat und so weiter. Und sie haben sich ihre Notizen gemacht, ihre Lehren daraus gezogen und ihre Schutzanzüge oder Messgeräte weiter verbessert und angepasst. Versuch macht klug, sagt man wohl dazu. Das ist wohl der schwierigste, aber gleichzeitig effektivste Weg. Ja, damals hatten es die Starker echt nicht so einfach wie wir. Heute schnappst du dir einen Anzug, greifst dir eine Waffe und schon bist du bereit. Vorausgesetzt, man hat das passende Kleingeld, versteht sich. Sag mal, was hältst du von diesem Wunschgönner-Dings da? Naja, es gibt ihn zumindest. Und deshalb sollten wir einen Weg dorthin finden. Ein einzelner Clan müsste das hinbekommen. Und wenn alle Clans zusammenarbeiten würden, könnten wir es sogar bis zum Schmelzer schaffen. Aber momentan ist es eher so, dass jede Fraktion irgendwas weiß, doch sie würden ihr Wissen niemals miteinander teilen. Sie betreiben halt alle Geheimniskrämerei. Nimm auch noch einen Schwachkopf wie unseren Mitteil dazu und du hast den Salat. Sidorovic ist der Einzige, der systematisch und Stück für Stück Informationen sammelt. Selbst die kleinste und scheinbar unwichtigste. Aber bei ihm heißt es, eine Hand wäscht die andere. Ja, aber man muss halt letztendlich für jeden Aufgaben machen, sonst kommt man nicht weiter. Was gibt's Neues? Neues? Nun, eine ganze Fraktion ist wie vom Erdboden verschluckt und sie wurden nicht etwa von Monstern ausgelöscht oder so etwas. Nein, sie sind einfach verschwunden. Komplett mit Sack und Pack. Die Typen waren sowieso merkwürdig. Sie waren ganz scharf auf die Zone. Sie haben geglaubt, dass die Zone lebt und in ihrem Zentrum ein Monolith steht. Wunschgönner haben sie das Ding genannt. Deswegen haben sie sich selbst zu den Beschützern des Monoliths auserkoren. Und eines Tages ist dann die ganze Fraktion zum Zentrum aufgebrochen. Genau zu diesen Wunschgönner. Sie sind zum Schmelze gegangen, haben die Grenze überschritten und seitdem hat niemand mehr etwas von ihnen gehört.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie vermutlich heute Monolith-Wächter. Ja. Und fallen auf die große Täuscherin rein. Was hast du denn Angebot? Ein Versteck? Hm. Wenn du etwas Interessantes aufschnappst, kannst du gerne wiederkommen. Nö, ich brauche momentan nichts. Willkommen in der besten Bar. Aber schön mit dir zu reden. Wenn du mal einen Auftrag hast, sag's mir hallo. Hast du was im Angebot? Ja, aber ich... Hast du schon ausgetrunken? Danke. Den nehme ich auch noch mit. Scheine verdienen, aber... Ey. Ich will was stibitzen. Sorry. Wäre geil, wenn die was dazu sagen würden hier. Das geht doch nicht. Hey. Veterans and hunters, join duty. Protecting the world from the zone's evil is our common goal. So, hier hinten ist noch ein wichtiger Typ oder sowas. Hm? Nicht, dass es mich was angehen würde, aber... Oder ist das der Anführer? Ach, das ist der Anführer. Ja, ich musste nochmal sicher gehen. Alright. Das mit diesem komischen Wasser abstellen, das klingt ziemlich böse. Aber ich habe schon viele Aufgaben gemeistert, dann werde ich die auch noch packen. Hier rüber, okay. Bis später, meine Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder lebend. Ah, ich habe ja noch Waffen zum Verkaufen hier. Drück dir mal was in die Hand. Ja, wo wir gerade von Geld sprechen, ich brauche Geld. Willst du hier nur herumstehen und nichts sagen? Wodka könnte ich eigentlich auch mal ein bisschen mehr verkaufen. Zeit ist Geld, fang also schnell an zu reden. So, nee, ich rede nicht, ich handle besser. Denkst du, ich habe nichts Besseres zu tun? Ja, glaubst du, ich habe nichts zu tun? Ich versuche euch zu helfen. Weil ihr nicht dazu in der Lage seid. Immer muss ich die schlimmsten Aufgaben übernehmen. Hey, was ist das? Wo habe ich denn den hier? Ich will den hier haben. Oh, no. Ah, ich habe mir die Finger verbrannt. Ah! Lass dich nicht umbringen! Alter, wie viele sind das? Alle bereit halten! Das waren mal Stalker. Ja. Will jemand die Waffe des Freundes haben? Ich verkaufe sie euch für... Wie viel bietet ihr? Сталкер, мы тебя ждали. Подходи. Объясню, что к чему. Verhandeln. Oh. Du bist also der Mutige, der sich in die Katakomben wagt. Hm, überlegst dir gut. Wir haben dort unten schon mehr als ein Dutzend unserer besten Kämpfer verloren. Da wimmelt es von Monstern und wir können nichts gegen sie unternehmen. Ja, General Creelo hat sogar angefordert, dass alle Ein- und Ausgänge verschweißt werden. Ich werde nach unten gehen und die Höhlen fluten. Wäre natürlich toll, wenn ich auch wieder zurückschaffen würde. Nun ja, wenn du schaffst, werden die Wächter in deiner Schuld stehen.
Gleich hier haben wir einiges der Löcher, aus denen die Monster immer noch an die Oberfläche kriechen. Es wird dich direkt unter die Erde führen. Pass auf dich auf und geh sparsam mit deiner Munition um. Viel Glück. Danke. Okay, na gut, ich... Aber die verkaufe ich dir. Ich werde das Gewehr mal gerne an mich nehmen. Ich glaube, das ist ganz gut gegen diese Dings. Dann spare ich mir die andere Waffe hier. Oh ja, jetzt geht's los. General Krylov hier. Hör mir zu. Du musst immer auf der Hut sein. Unter der Erde wimmelt es von Mutanten. Laut der Karte befindet sich die Pumpstation ein Stockwerk über dir. Ich habe dir die Koordinaten übermittelt. Sei vorsichtig. Viel Glück. Oh. Wir sind garantiert Polstergeister da. Alter, was geht hier schon wieder ab für ein Scheiß? Ich will raus. Ist der Anzug überhaupt feuerfest? Einigermaßen. Aber ich sollte mich nicht zu sehr drauf verlassen. Okay. Oh, du Scheiße, verdammte Scheiße, nein! Oh, Mann. Hier unten ist... Stirb! Yes! Okay. Ah, die Waffe ist gut, die ist gut. Ich weiß nicht, was schlimm ist, das Feuer oder die Mutanten, ehrlich gesagt. Die Mutanten scheint das Feuer nicht so viel auszumachen. Oh, verdammt, ist das heiß hier drin! Ah, hoch hier, hoch hier. Puh. Ah, Mann, was tue ich mir noch an? Was für ein verdammter Albtraum hier. Oh nein. Oh nein, oh nein. Das ist gefährlich. Wir müssen uns beeilen. Hier darf ich mich nicht aufhalten. Ja, hier wird man gaga. Hier wird man gaga. C-Emission. Oh nein. Chip, 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 Chip. Telepath. Ein Telepath-Dingsmonster. Verdammt nochmal. Ab hier. What the fuck? Okay, warte mal, hier ist was. Aha! Und war das alles? Okay. Wir müssen hier weg, sonst werde ich hier noch weggespült. Die Ratten gehen in die Richtung, aber das Ziel zeigt hier in andere Richtung. Oh, scheiße, ey. Ah. Beeilung, Beeilung. Okay. Geschafft. Oh, Mann. Ich hab's geschafft. Hier ist alles überflutet worden. Gut gemacht, Stalker. Jetzt, da die Tunnel überflutet sind, dürfte alles etwas einfacher werden. Wir stehen in deiner Schuld. Melde dich bei mir wegen deiner Belohnung. Das sind Banditen, Kollege. Habt ihr die auf dem Schirm?
Verdammt nochmal. Hab nix aus Ärger. Okay, komm, die puste ich. Moment mal, das ist doch ganz... Ja, das ist doch ganz in der Nähe von Strelocks Versteck hier. Natürlich, da musste ich ja sowieso hin. Bin noch nicht ganz fertig. Ja, ich, nein, mach die Augen zu. Hier oben. Strelocks Versteck. Vorsichtig. Hallo? Jemand da? Check. Sauber. Okay. Durchsuchen. Erstmal Beute. Hier. Strelocks Versteck? Männer, hier spricht Strelock. Hätte nicht gedacht, dass mich der Doc so schnell wieder zusammenfliegt. Ich habe gehört, dass jemand von unserem Erfolg erfahren hat und sich mit uns in Verbindung setzen will. Dabei habe ich kein gutes Gefühl. Ich fürchte, wir müssen uns mit unserem nächsten Abstecher ins Zentrum beeilen. Hey, Strelock, schön, dich wieder unter den Lebenden zu sehen. Feng und ich haben alle nötigen Teile gefunden und zwei Decoder gebaut. Wir haben sie beide in einem Versteck in der Nähe des Schmelzers gelassen. Wenn wir zum Zentrum aufbrechen, holen wir sie wieder. Das sind tolle Neuigkeiten, Ghost. Unser Plan sieht so aus. Wir können es unterirdisch nicht schaffen. Deswegen führt der einzige Weg am Schmelzer vorbei. Ich bin auf dem Weg zu Sacharow, um ein Gerät abzuholen, das uns in einem Stück am Schmelzer vorbeibringen könnte. Wartet bei den Militärlagern auf mich. Söldner, hier spricht Lebedev. Interessant. Die Unterlagen aus dem Lager erklären einiges. Wir wissen jetzt, dass Treloks Gruppe es bis ins Zentrum geschafft hat und dass sie das erneut vorhaben. Übermütige Narren. Wenn sie Erfolg haben, werden sie eine zweite große Emission verursachen. Die wäre so groß, dass sie jedes Lebewesen in der Zone vernichten würde. Und die Zone selbst würde instabil werden. Das dürfen wir nicht zulassen. Strelok ist zum Yantasee gegangen. Du bist ganz in der Nähe. Versuche ihn dort abzufangen. Oh nö, der Yantasee. Wir uns um Feng und Ghost kümmern. Das ist Zombie-Gebiet, weißt du das nicht? Aber unterschätzt Strelok nicht. Wenn ich auf ihn treffe, dann könnte es gefährlich werden. Immerhin habe ich ihn selbst gespielt. Das ist so, als würde ich gegen mich selbst kämpfen wollen. Er könnte gefährlich sein. Strelok ist einer der besten Stopper aller Zeiten. Was geht denn hier ab? Hinten wird jetzt schon geschossen, ne? Dann auch noch mit so billigen Waffen hier. Ich bin komplett überladen, aber auf der anderen Seite will ich auch ein bisschen Waffen verkaufen, um Geld zu machen. Noch irgendjemand, der auf seinen Tod wartet? Ja, direkt vor mir. Taschenlampe aus. Schlaft nicht ein! Haltet die Augen offen! Augen offen halten! Oh, jetzt habt ihr es. Jetzt habt ihr es geschafft. Ich bin zu schwer. Ja, das werfen wir weg. Da ist ein Poltergeist. Gib mir mal das hier. Ist eigentlich besser als das hier?
Zumindest ist es in gutem Zustand. Stirb! Oh yeah, ich habe ihn weggefetzt. Da ist noch einer! Alter! Der wirft seine Flammen nach mir! Ich... Puh. Alright, ich bin hier bei den Freunden wieder. Aber so schön das Gewehr auch ist, ich würde es trotzdem verkaufen. Ich brauche ein Gewicht, Platz. Rückt jetzt aus. Hey, ich hab was für dich. Hast du Wie Kohle? Geht's dir? Erzähl doch bitte. Ja, erstmal. Das Warten geht mir langsam auf die Nerven. Checkst du nicht, dass ich gerade mit dir handle? Fang an zu reden. Stalker, ich habe nicht viel Zeit. Wow, du kannst aber lange die Luft anhalten. Du hast echt Talent. Ja, alles gelernt. So, ja, keine Sorge. Okay, Kollege, du schuldest mir was. Jetzt habe ich auch mittlerweile bei den Wächtern was gut. Ich mache mich ja überall hier richtig beliebt. Eigentlich müssten die darum betteln, dass ich ihnen beitrete. Was brauchst du, Söldner? Du hast deine Pflicht mit Bravour erfüllt, Söldner. Hier, das ist von mir. Wird in der Zone von Nutzen sein. 10.000, danke. Danke für die Belohnung. Bin stolz, den Wächtern dienen zu dürfen. Ich würde gerne ein Wächter sein. Jetzt sieht es schon besser aus. Du hast bewiesen, dass du ein echter Kämpfer bist. Und wir brauchen mehr Kerle wie dich. Nein, weil dann bin ich nicht mehr neutral. Dann bin ich kein Söldner mehr. Und nicht mehr unabhängig. Das kann ich nicht machen. Unsere Fraktion heißt Wächter. Warum, fragst du? Nun ja, ziemlich einfach. Wer außer uns soll denn sonst über die Zone wachen? Es liegt in unserer Verantwortung, die Zone und alle ihre Auswüchse zu bekämpfen. Viele unserer jetzigen Mitglieder haben als gewöhnliche Stalker angefangen. Sie wollten einfach schnelles Geld machen. Aber als sie von den Schrecken der Zone genug hatten, wussten sie, dass die Zeit zum Handeln gekommen war. Wenn es sein muss, ist es besser, das eigene Leben zu opfern, als diesen Mutanten zu erlauben, sich bei uns einzunisten. Es ist eine Schande, dass nicht alle Stalker so denken. Und noch viel schlimmer ist es, dass wir gegen solche Idioten kämpfen müssen, damit die Zone nicht weiter wächst. Ich finde es ja schön, wenn auch mal wieder was vorgelesen wird. Dann spare ich mir die Stimme. Was macht ihr Jungs so? Das Forschungsinstitut Agroprom befindet sich in einer strategisch günstigen Lage. Von den unterirdischen Tunneln ganz zu schweigen. Naja, auf jeden Fall haben wir dort vor einiger Zeit ein Programm zur Erforschung der Zone gestartet. Zuerst haben wir die Anatomie und Physiologie der Mutanten untersucht. Oder anders ausgedrückt, wir haben nach Möglichkeiten gesucht, sie leichter töten zu können. Das war eine lange, ermüdende Forschungsarbeit, bis wir zufällig im unterirdischen Teil von Agroprom auf einige Dinge gestoßen sind. Einige sehr interessante Dinge, muss ich sagen. Ja, erzähl mal. Geheime Experimente zur Gedankensteuerung, die in Sowjetzeiten durchgeführt wurden. Kannst du das glauben? Die Jungs hatten dabei offensichtlich großen Erfolg. Sie haben es sogar geschafft, einfache Befehle in die Gedanken von Tieren einzupflanzen. Das lässt uns vermuten, dass irgendjemand oder irgendetwas die Mutanten kontrolliert. Und diese Theorie wird von allen unseren Daten bestätigt.
Sobald wir einen Unterschlupf der Mutanten ausheben, schlagen sie mit Blutsaugern oder einem Rudel von Pseudohunden zurück. Je schneller wir sie vernichten, desto schneller greifen sie uns an. Das kann kein Zufall sein. Und ich glaube einfach nicht an solch eine Kette von Zufällen. Es muss mehr dahinter stecken. Da bin ich mir sicher. Ich mir auch. Ja, Mappa. Erzähl mir von der Zone. Die Zone ist wie ein Geschwür im Körper des Planeten. Manche Idioten halten sie für ein Geschenk. Sie sagen, dass die Zone uns alle diese tollen Dinge beschwert hat. Schau dich mal um. Nachts wirst du von Mutanten angegriffen. Klingt das wie ein Geschenk? Eine Anomalie reißt sich in Stücke. Ist das etwas Tolles? Nein, verdammt. Die Zone ist eine Seuche und wenn wir nicht sofort den Kampf mit ihr aufnehmen, wird sie uns alle vernichten. Ja, aber benutzt doch selbst Artefakte, oder nicht? Im Krieg muss man halt zu allen Mitteln greifen. Ich habe kein Problem damit, die Waffen des Feindes gegen ihn selbst einzusetzen. Immerhin sammeln wir die Dinger ja nicht zu unserem Vergnügen, oder? Mit einem durchschnittlichen Artefakt kann man 2 oder 3 neue Waffen und Munition dazu kaufen. Und mit diesen kann man jeden Tag ein Dutzend Mutanten abknallen. Aber wie kann man die Zone endgültig besiegen? Das ist genau die richtige Frage. Ich weiß nur, dass uns die Zone verschlingen wird, sobald wir aufgeben. Es ist uns unsere verdammte Pflicht, diesen Kampf fortzusetzen. Wir führen hier einen Krieg, um unser gottgegebenes Recht auf diesem Planeten zu leben. Wir untersuchen die Zone schon seit Monaten und ich kann dir eines versichern, die Zone lebt. Sie lebt und muss daher einen Schwachpunkt haben. Wir müssen ihn nur finden. Dass sie lebt, glaube ich dir. Aber ich glaube nicht, dass man die Zone einfach so besiegen kann. Bis später. Na gut. Dank ihm habe ich jetzt endlich mal wieder einiges an Geld. Ich werde mir ein gutes Polster ansparen für die nächste Waffe und alles mögliche. Oder den nächsten Schutzanzug irgendwann mal. Aber momentan bin ich sehr glücklich. Ich würde nur den Anzug reparieren lassen. Ja. Einmal reparieren. Ja. Es ist auch nicht billig, aber gut, es ist notwendig. Okay. Und hier. Das ist natürlich auch immer sofort. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Jetzt kommt es auf euch an. Wenn ihr noch irgendwas habt hier. Einen kleinen Auftrag für mich oder sowas. Geld. Fang also schnell an. Was kann ich für- dann sagt es jetzt. Eventuell haben diese Wirte jetzt was. Ey, die haben sogar einen Kampfhubschrauber da oben. Hey. Vielleicht kann ich damit abhauen. Ich habe zwar keinen Pilotenschein, aber... ja. Ich glaube, der ist momentan nicht ganz kampfflugbereit, hä? So, ja. Ich würde mich auch gern rumführen lassen. Aber ich muss Geld sparen, ich muss zu Fuß gehen. Wie geht's dir? Erzähl doch, wie gibt's was Neues, Docker? Ja, warte mal, wo ist neuer? Ja, genau, den Typ hier hinten. Möchte ich sprechen? Hallo, alles klar bei euch? Hey, noch ein Energy Drink, ja? Lass halt alles mitgehen. Tut mir leid, ist eine alte Angewohnheit von mir. Macht euch nichts draus. Hast du was im Angebot? Dann, ja. Vergiss den alten Kolobok nun nicht. Komm, nur das Übliche, okay.
Auf solche Verstecke verlasse ich mich ungern. Und da oben wäre ein Versteck. Wieso blinkt das? Stalker. Was ist eigentlich da oben für eine Basis? Wo muss ich jetzt hin? Oh ja, stimmt, der zum Chantersee. Oh nö. Naja gut, neue Gebiete und solche. Die Wissenschaftler haben bestimmt gute Sachen. Ich habe aber leider jetzt nicht so viel Geld, dass ich was kaufen kann. Ich brauche jetzt nicht unbedingt was, aber wenn die jetzt wirklich eine bessere Waffe hätten, die ich will, würde ich zuschlagen. Aber auch nur dann. Ja, ansonsten würde ich auf Artefaktsuche gehen. Beim Chantersee gibt es bestimmt das eine oder andere Artefakt. Haben auf jeden Fall also gute Karten, aber das sind ja auch die Zombies. Aber dieses Gebiet mit dieser Bar und dem Wächtergebiet, das ist ein Clear Sky nicht betretbar. Das gibt es quasi hier noch offiziell gar nicht. Ja. Hey, was seid ihr? Ihr seid Stalker. Braucht ihr Hilfe? Nö. Ich bin mir sicher, die Leute in Clear Sky Basis, die brauchen Hilfe. Die haben jede Menge Aufträge. Da läuft wieder coole Mucke. Habt ihr euch hier niedergelassen? Das war doch vor kurzem. Ach ja, das war vor kurzem besetzt. Das haben die jetzt hier neu. Die haben sich hier eingerichtet jetzt richtig. Ey, geil. Ja gut, dann schaue ich mal, was die hier so haben. Ich bin ganz Ohr. Ja, wir sind alle ganz Ohr, ich weiß. Hier. Hey, halt schön die Augen offen. Die Viecher sind verdammt schlau. Einmal nicht aufgepasst und schon kriegst du eine eingeschenkt. Fraktion, Einzelgänger, aber es sind's Stalker. Erzähl mal, du hast keine große Auswahl, oder? Wenn du eine große Auswahl willst, geh in den Supermarkt. Die meisten Leute hier wollen nur den Wächtern dabei helfen, die Mutanten zu bekämpfen und ein bisschen Geld verdienen. Ich bin in der Hoffnung auf große Nachfrage hierher gekommen, habe alles mitgenommen, was ich konnte und hier dann verkauft. Momentan ist das hier alles, was ich noch habe. Wer sind diese Kerle in eurem Keller? Ein paar von uns waren auf dem Rückweg von einem Beutezug und mussten durch die Müllhalde. Sie sind vorsichtig marschiert. Du weißt ja, wie die Gegend dort ist. Und plötzlich sind ca. 30 Meter weiter ein paar Banditen aufgetaucht und haben gerufen. Wir haben euch, ihr Dreckskerle. Runter mit den Waffen und her mit der Beute. Der Anführer unserer Jungs, Iroquois, hat eiskalt geantwortet. Warum holt ihr sie euch nicht? Dann haben sie angefangen, aus allen Rohren zu schießen und sind von Baum zu Baum gerannt. Mit den Banditen auf den Fersen. So haben sie es irgendwann bis zum Akropon-Institut geschafft. Wo unsere Männer die Banditen ganz herzlich willkommen geheißen haben. Und jetzt halten wir die Kerle gefangen. Wissen aber nicht wirklich, was wir mit ihnen machen sollen. Cool. Ja, draußen wird mal wieder geschossen. Ja. Der Alltag in der Zone. Was kannst du mir über die Wächter verraten? Ich weiß, worauf die hinaus ist. Die Wächter stecken mit der Armee unter einer Decke, oder? Das höre ich ständig, aber es stimmt einfach nicht. Ich habe das zwar auch lange geglaubt, aber dann bin ich Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen ihnen geworden. Ich bin unterwegs gewesen, auf der Suche nach Beute, als ich auf einmal Schüsse gehört habe. Ich habe mich angeschlichen und mein Zielfernrohr benutzt.
Damit habe ich gesehen, wie Wächter und Armeejungs in einer Entfernung von etwa mehr als 30 Metern aufeinander geschossen haben. Ich habe keine Ahnung, wie die Sache ausgegangen ist, denn ich habe mich wieder aus dem Staub gemacht. Aber das sah alles nicht allzu freundschaftlich aus. Aber es gibt ein weiteres Problem. Unsere Männer haben gesehen, wie ein paar Stark und Schwarz gemeinsame Sachen mit den Spätzners gemacht haben. Das weiß nichts Gutes. Was denkst du? Ja. Was soll ich schon denken? Ich denke genau dasselbe. Das bedeutet nichts Gutes, ne? Wie bist du Händler geworden? Nun, die Leute brauchen Waffen, Munition, Medikits und den ganzen anderen Kram. Und ich biete ihnen das an. Starker verdienen recht viel Geld bei den Wächtern. Daher läuft mein Geschäft gut. Ich wünschte nur, dass sie mir mehr einzigartige Gegenstände bringen würden. Der größte Teil der Beute, den sie anschleppen, ist höchstens zweitklassige Ware. Ja. Okay, handeln. Was hast du denn? Okay, das Wichtigste. Mann, was ist denn das für ein Geballer da draußen hier? Ist das euer Ernst jetzt? Bandit? Hinterausgang? Ja, Banditen einfach mit in so einem euren Lager hier. Leute, kümmert euch doch um die Wichser hier. Kann doch nicht wahr sein. Da vorne auch. Ruhe, wir sollten noch etwas warten. Ja, warte mal ein bisschen. Noch ist nicht Schluss. Wartet. Danke an alle. Wegtreten. Ihr könnt mir ein bisschen Geld dafür geben, aber nein. Es war von vornherein klar, dass sie das schaffen werden, ne? Guten Morgen, Soldat. Was geht hier vor? Wie die Wächter versuchen, wir die Angriffe von Mutanten, Banditen und anderen Abschaum abzuwehren. Ich habe noch nie gehört, dass Starke jemals Wächter geholfen hätten. Wir helfen nicht nur. Als die Mutanten aus ihren Löchern kamen und das Akropon-Institut überrannten, konnten die Wächter den andauernden Angriffen nicht mehr standhalten. Sie haben uns um Hilfe gebeten und wir sind niemals zu stolz, eine Arbeit abzulehnen. Seitdem bilden wir ein ziemlich gutes Team. Jetzt ergibt es allmählich einen Sinn. Ihr habt sogar einen kleinen Stützpunkt errichtet. Ja, und jeder, der dem Ruf der Wächter folgt, kommt hierher. Es ist sicher hier und außerdem nimmt Krylo uns so ernst. Wer hat hier das Sagen? Das ist Orest. Wenn du ihn sehen willst, findest du ihn im obersten Stock des Hauptgebäudes. Alles klar. So, du hast Geld und ich habe schöne Sachen. Ich habe auch jede Menge Munition, aber... Na gut. Was ist denn das für ein permanentes Geballer hier? Du bist ja taub. Mutant. Bandit. Ja, gut. Ja, gut. Jetzt wartet doch mal ein bisschen, Leute. Ja, gut. Hat jemand eine super Waffe verloren hier? Ich nehme mir mal ein bisschen was davon mit.
Legt er das Geld auf der Straße? Oh, ich glaube, das ist ein Versteck auf den Bäumen. Kann das sein? Es kann nicht nur, es muss sein. Na. Ich bin die Aufmerksamkeit in Person. Warte, ich lass mal dieses Ding hier. Das ist ja... na gut, aber das ist ein beschissener Zustand. Kannst du... magst du das haben hier? Magst du das hier haben? Das hier, das hier? Die? Ist eine ziemlich seltene Waffe, ja. Wenn ich die hier so finde, aber ich brauche sie nicht. Gib mir nur das Geld hier. Ah, das ist immer gut hier. Das hat sich nicht geändert seit damals. So, lass mal gucken hier auf dem Baum. Ah. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, ich sehe... war nix. Aha. Okay, also... wirklich viel weiter hoch komme ich gerade nicht. Na toll. Gut, dann eben nicht. Dafür werde ich mir heute kein Bein brechen. Vielleicht morgen. So, ich rede mal mit den Anführern hier und allgemein den wichtigsten Leuten, Techniker und sonstigen. Hast du was zu sagen? Du bist der Techniker? Ey, halt schön die Augen offen. Die Viecher hier sind verdammt schlau. Einmal nicht aufgepasst und schon eingeschenkt, ja. Hast du Arbeit? Oh ja. Was kannst du machen? Ich bin kein begnadeter Handwerker, aber meine Arbeit ist gut genug. Das kann dir jeder bestätigen. Am besten kann ich Pistolen verbessern, aber auch Schubflinten und Gewehre sind kein Problem. Die Sache läuft sehr einfach ab. Die Waffen schießen, die Monster sterben, die Stalker danken mir. Was weißt du über den Ausbau und die Verbesserung von Waffenpanzerung? Ich bin kein Experte für Panzerung. Meine Spezialität sind Waffen. Ich sag dir eins, Kumpel. Wenn du eine normale Waffe ausbauen willst, vergisst du es am besten gleich wieder. Das ist wie mit Billigschuhen aus dem Supermarkt. Die trägst du einen Tag und kannst gleich darauf ein neues Paar kaufen. Solche Waffen sind Massenware in der Zone und leider nicht wirklich effektiv. Was du wirklich ausbauen solltest, sind hochwertige, seltene Kanonen, mit denen du arbeiten. Mit denen zu arbeiten ist eine wahre Freude. Solche Waffen bieten eine Reihe von Funktionen, die man verbessern kann. Und sie leisten lange und gute Dienste. Daher lautet mein Rat, gib dein Geld nur für besondere und verlässliche Waffen aus. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Also, verbesser mir... nee, das werde ich jetzt nicht mehr erstmal verbessern. Ich muss sparen. So, und du hast jetzt was geht? Ein herzliches ukrainisches Willkommen. Ja, der hat wie gesagt nur die Standardsachen hier, die ich jetzt erstmal nicht brauche. Ich bin ganz Ohr. Bist du wichtig? Ja, du bist wichtig. Arrest. Erzähl mir mehr über dich selbst. Ich bin ein vollkommen durchschnittlicher Mensch. Nicht anders als irgendwer sonst. Allerdings war ich schon immer gerne unterwegs. Als ich 10 war, habe ich mich nach China aufgemacht, wo ich die Shaolin-Kampfkunst erlernen wollte. Nach 3 Tagen haben sie mich im Güterzug entdeckt und nach Hause geschickt. Dort gab es eine ordentliche Tracht Prügel von meinem Vater. Später bin ich ständig
herumgereist, per Anhalter durch Europa oder etwa einen Winter bei den Tschukutschen. Dann ist die Zone aufgetaucht. Zu der Zeit war ich mit Leska befreundet. Sie war genauso abenteuerlustig wie ich. Naja, sie dachte, dass wir nur gute Freunde wären. Ich sah das etwas anders. Wie auch immer, eines Tages war sie nicht aufzufinden. Und ein paar Freunde verrieten mir, dass sie in die Zone gegangen war. Ich packte sofort meine Sachen, schnappte mir eine Pistole mit Gummi geschossen und machte mich auf den Weg hierher. Dank meiner Reiseerfahrung habe ich es dann auch geschafft. Ich habe monatelang nach Leska gesucht, jeden ein Bild von ihr gezeigt und gefragt, ob sie sie gesehen hätten. Schließlich hat mir ein Stalker erzählt, dass einige internationale Truppen Leska und einen Kerl nahe der Zonegrenze geschnappt hätten. Sie hätten ihnen eine deftige Lektion erteilt und sie dann nach Hause geschickt. Gott beschütze dich, Leska. Das habe ich mir gedacht. Aber ich bin ihr nicht gefolgt. Stattdessen bin ich jetzt hier in der Zone hängen geblieben. Oh. Ja, es ist nicht einfach. Berichte mir bitte von der Zone. Ja, noch bevor die Zone zu dem wurde, was sie heute ist, war sie keine sehr angenehme Gegend. Das war gleich nach der Katastrophe von 1986. Zu der Zeit war alles streng geheim, aber die Informationen sickerten dennoch durch und alle möglichen Gerüchte kamen auf. Eines furchterregender als das andere. Einige sahen unweit des Kraftwerks von Tschernobyl Mutanten. Andere stießen in den verlassenen Dörfern auf Geister. Nur so ging es weiter. Aber die Jahre vergingen relativ ruhig, bis sich eine wirklich schlimme Geschichte ereignete. Ein paar bescheute Fremde kamen für einen Ausflug in die Zone. Hauptsächlich Männer, aber auch einige Frauen. Gelangweilte Reiche, die auf der Suche nach etwas apokalyptischer Abwechslung waren. Ich weiß nicht, wer sie auf die Idee gebracht hatte, aber ein Bus voll von diesen Leuten fuhr mitten in die Zone, fuhr hinein und nie wieder heraus. Der Bus und die gesamte Polizeieskorte mit ihnen verschwanden einfach. Dieser Vorfall sorgte für so viel Wirbel, dass die Zone vollständig abgeriegelt wurde. Die ersten Starke jedoch, die herkamen, berichteten von seltsamen Zombies, deren gestammelten Worte russisch geklungen haben sollten. Da hast du es also. Ja. Man sollte die Zone nicht unterschätzen. Das ist kein Ausflugsziel für Freizeit. Die Zone hat quasi die Leute rekrutiert und beschützt sie jetzt. Lässt sich beschützen. Warum habt ihr euch noch keiner anderen Fraktion angeschlossen? Ich schätze, wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen. Die Wächter versuchen, die Zone zu vernichten. Die Freiheitler versuchen, die Wächter auszuschalten. Und die Banditen wollen nur ihren Profit vergrößern. Davon habe ich genug und werde mir das nicht mehr länger antun. Ich bin auf eigene Faust durch die Zone gereist und war sogar eine Weile bei der Freiheit. Aber als sie damit angefangen haben, die Wächter fertig zu machen, habe ich mich wieder auf meinen Weg gemacht. Die Wächter sind sogar noch schlimmer. Für sich genommen sind sie zwar ganz nette Menschen, aber wenn sie zusammenkommen, verwandeln sie sich in Militärfanatiker. Was wollte ich also sagen? Oh ja, Starker sollten sich nicht gegenseitig umbringen, nur weil sie in verschiedenen Clans sind. Sie sollten einfach ihr Leben leben, nach Beute suchen, am Leben bleiben. Die angenehmen Dinge, um die es in der Zone wirklich geht. Diesem Motto folge ich und auch die meisten von uns. Es ist eine gute Einstellung. Und wie kommt ihr mit den anderen Fraktionen aus? Noch haben wir uns keine richtigen Freunde oder Feinde gemacht. Wir kommen mit allem mehr oder weniger gut aus. Bis auf die Banditen natürlich. Wir teilen zwar nicht die Ziele der anderen Fraktionen, aber deswegen muss man sich ja nicht die Köpfe einschlagen, oder? Leben und leben lassen. Das ist doch das Motto in der Zone. Also leben wir und lassen leben. Unsere Aktion hängt davon ab, wie sich die anderen Clans uns gegenüber verhalten. Sehr gute Einstellung. Hey, da bin ich dabei. Ich bin ja Fraktion Söldner, aber genauso gut auch Fraktion Einzelgänger, könnte man sagen. Also auch quasi klassische Stalker.
So, kann ich dir helfen? Also die Sache ist die, unsere Basis wird ständig angegriffen. Wir haben uns zwar schon an die Mutanten gewöhnt, aber die Banditen haben uns total überrumpelt. Bisher hatten sie sich nicht mal ins Wächtergebiet gewagt. Und jetzt heben sie sogar ein Lager im verlassenen Eisenbahntunnel in der Nähe der Straße zur Müllhalde errichtet. Wir können uns kaum gegen ihre Angriffe wehren, aber wenn du sie uns aus dem Tunnel treiben könntest, würde sich unsere Lage enorm verbessern. Kannst du uns helfen? Klar, helfe ich. Wenn es sich bezahlt macht, dann helfe ich gerne. Alter, hast du viel Kohle. Aber hast du das hier gefunden oder hast du hier dafür gearbeitet? Wie konntest du so viel Kohle anhäufen? Ich bin neidisch. Wenn ich das hätte, Alter, dann könnte ich besser schlafen. Na, gut, ich bin fleißig dabei. Aber du hast nicht gerade eine gute Waffe, oder? Ich bin die Aufmerksamkeit in Person. Bargeld alleine rettet kein Leben. Man muss sich gut bewaffnen. Kannst du was zu sagen? Dann sag es. Bargeld. Okay, mit den anderen Leuten hier habe ich gesprochen. Es wird schon wieder dunkel. Und bei Nacht ins Chantersee zu gehen, das ist unheimlich. Aber auch irgendwie aufregend. So, hier. Waffen. Keine Sorge, ich verkaufe euch das Zeug. Ich bin die Aufmerksamkeit in Person. So, hier. Soll ich hier etwa für uns beide reden? Ja, das kannst du gerne machen. Also, warte mal. Die Banditen sind die in der Nähe? Sie sind hier hinten. Das machen wir noch. Und dann werde ich vermutlich mal wieder pennen, ne? Bisschen. Oh, ein Artefakt. Nicht. Eieieiei. Ja. Also hier draußen möchte ich auch nicht übernachten. Das ist total unheimlich, wenn ich mir das vorstelle. Man muss einfach in einer sicheren Basis übernachten. Sonst ist das einfach hier wir stecken bis zum Kreis aussichtslos. In der Monster-Scheiße. Hilfe! What? Wir können sie nicht aufhalten. Schnell! Ja, warte. Meine Waffe ist nicht ausgerüstet. Ja, also ich bin schon da. Jagen wir sie alle zum Teufel. Die Wildschweine hier? Also Wildschweine sind so ziemlich das Schwächste, was es hier gibt in der Zone. Das harmloseste, wenn ich das mal so sagen darf. Stalker, macht sie fertig! Leute, wir dürfen uns noch nicht ausruhen! Ey, 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 wo rennen die denn hin? Ach, die kommen hier rein. Wenn du das nächste Mal in der Nähe bist, besuch uns ruhig, um deine Belohnung zu erhalten. Ei, geil, jetzt sind sie sogar richtig freundlich. Okay. Ich hole mir noch die Banditen. Ich sollte den Mutanten dankbar dafür sein. Bring Kohle. Da ist ein Blutsauger. Bleib, wo du bist. Dann lasse ich dich am Leben. So, ich muss hier rein. Okay, ganz cool.
Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Gleich siehst du mich. Du siehst die erste Kugel im Hirn. Was? Ja, aber jetzt warte doch mal hier. Ja, oh, gut. Ich habe keine Zeit. Ich muss zurück. Was ist denn jetzt schon wieder? Mann! Ich kam ja schon. Ich kann nicht mehr rennen. So schlimm kann es ja nicht sein. Bin schon da. Es ist zu spät. Hilf! Puh. Jetzt dürfte alles einfacher werden. Was ist es denn dieses Mal, ha? Der Los, Blutsauger. Stalker, mach sie fertig. Das dürfte noch nicht vorbei sein. Also Scheißvieh hier. Ach, der ist gestorben. Ja gut. Da geht man einmal aus dem Lager raus. Und schon kommt die Blutsauger, ja. Und was machen die? Bringen natürlich die anderen um. Ja, ich hasse sie auch. Wir stecken bis zum Hals in der Monster. Ja, ich komme. Bald ist es zu spät. Hilf uns. Oh, ihr könnt keine zwei Blutsauger erledigen. Jetzt dürfte alles einfacher werden. Na, wenn du das sagst. Ja, das sind die beiden Penner hier. Ach, ich kann ständig nicht sprinten hier. Komm schon. Die wollen ja hier unbedingt durch. Gebt ihr noch? Ja, ich bin sowieso ganz allein hier mit dem. Komm in unserer Basis vorbei, damit wir uns erkenntlich zeigen können. So, ich hoffe, ihr habt jetzt mal ein bisschen Ruhe hier. Ich würde mich gerne um die Banditen kümmern. Eine schöne Munition hier. Wisst ihr, was die kostet? So, jetzt hier. Es werden 8 Leute angezeigt. Das sind doch keine 8 Banditen hier. Eigentlich tragen die ja nur diese Banditenjacke hier. Oder irgendwie sowas, aber das ist gar nicht mal so schlecht. Haha. Granada! Das läuft doch. So. Wenn du das nächste Mal in der Nähe bist, besuche uns ruhig, um deine Belohnung zu erhalten. Das werde ich. Die hatten nicht die besten Waffen, also haben sie keine große Chance gehabt.
Eieiei. Okay, ich bin überladen. Ich weiß nicht, ob ich das toll finde, überladen zu sein. Ich glaube, ne. Das finde ich nicht so toll. Wir werfen mal ein bisschen was davon weg. Damit ich noch ein bisschen sprinten kann. Mutanten. Wahrscheinlich werden die gleich wieder um Hilfe schreien. Gar nicht lange dauern. So. Ich bin ganz offen. Muss dich kurz ablenken. Ich will dir was verkaufen. Hier. Hübsche Knarren. Wofür nehme ich eigentlich das ganze Zeug hier mit, hä? Das hier. Okay. Gut, ich denke, dann hole ich mir noch ein bisschen Gold ab. Sonst gibt es ja jetzt erstmal nichts mehr. Müsste hier nur weitergehen und hier. Ah, würde ich auch gerne mal zurückkommen hier. Die schulden mir einiges. Das können wir vielleicht im nächsten Part mal so ein bisschen angehen und für die Zukunft noch mal ein bisschen Geld holen. Wäre zumindest nicht schlecht. Hast du was zu sagen? Irgendjemand schuldet mir doch hier. Kann ich dir helfen? Hattest du es jemals mit Mutanten zu tun, Söldner? Wir haben folgendes Problem. Eine große Meute von Mutanten ist im Norden unserer Basis aufgetaucht und eine Menge Schnorks und Hunde treiben sich dort auch herum. Ganz als ob sie jemand eingeschicken würde. Ich weiß nicht, ob das nur ein Zufall ist oder nicht. Aber wir haben diese Angriffe wirklich satt. Daher denke ich, dass wir nun zurückschlagen müssen. Wenn wir genügend Mutanten töten und den Rest davonjagen, müsste uns das etwas Luft verschaffen. Die meisten meiner Männer machen sich schon in die Hose, wenn sie einen Schnork sehen. Aber du bist ein guter Kämpfer. Würdest du uns den Gefallen tun und dich um die Mutanten kümmern? Ja. Danke, freut mich, dass du mitmachst. Okay, habe ich jetzt einen Auftrag bekommen? Oder habe ich das schon gemacht? Ich habe den Überblick verloren. Also wirklich... Hol dir deine Sachen zurück. Ach, das ist optional? Ja, aber wie gesagt, die haben ja fast nichts mehr. Aber ich kann die Banditen trotzdem platt machen. So, irgendjemand von euch schuldet mir Geld für die Jobs. Wo kriege ich das? Warte mal. Hol dir deine Belohnung. Clear Sky. Ich bin. Es müsste doch. Ich bin ganz ohr. Du? Nee, dann du hier. Hast du was? Nee. Hallo, ich habe für euch gearbeitet. Wo ist meine Belohnung? Naja, gut, dann werde ich mal... Ich denke, wir machen hier Schluss. Ich werde mich einfach hier irgendwo hinlegen und kurz pennen. Lege ich mich in die Ecke hin. Dann penne ich mal für
Moment mal. Die haben mir sogar den Dingsrucksack abgenommen. Ich kann nicht pennen. Ich dachte, das Objekt kann man gar nicht entfernen aus dem Inventar. Okay. Ich kann nicht pennen. Ich muss scheinbar jetzt dann nachts auf die Suche gehen. Okay. Atmosphärische Nachtsuche. Aber nicht mehr heute. Wir haben wieder 2 Stunden voll. Ich denke, das reicht für ein Part wieder. Ja. War wieder sehr schön. Muss ich sagen. Ich bin gespannt auf den Jantersee. Gibt es bestimmt auch gute Sachen zu kaufen. Vielleicht gönne ich mir mal irgendwas und dann sehen wir, wohin uns die Story weiterführen wird. Dann danke ich fürs Zusehen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.